Ja, hallo meine Freunde. Ja, da ist er wieder. Der PC-Bauer. Ja, es geht sich heute um die neuen Shadowings 2. Ja, die gibt es schon länger, aber heute die weiße Version. Genau. Die sind jetzt seit kurzem auf dem Markt zu kriegen. Und die wollen wir heute uns mal anschauen und mal so ein bisschen drüber diskutieren. Ich finde sie persönlich absolut mega, ja, ganz toll. Erstens vom Aussehen her, Geschmackssache ist das immer. Das ist so eine Sache, da kann man drüber streiten. Dem einen gefällt es, dem einen nicht. Ja. Was ich eben absolut toll finde, ist, dass er jetzt nicht ganz weiß ist, sondern so ein bisschen weiß mit schwarz abgesetzt ist. Das Ganze ist wieder absolut toll entkoppelt. Das Ganze hat nämlich hier wieder diese kleinen Hanteln. Das sind komplette Gummiteile. Das heißt, der Lüfter hängt also komplett entkoppelt. Das ist schon mal sehr gut, damit er keine Vibration überträgt. Das Ganze ist super schön gelagert. Ja. Der hat jetzt hier, das ist jetzt die 140er Version. Ja. Das heißt, der hat 900 Umdrehungen maximal und das ist natürlich sehr leise. Was ich schön finde, ich habe hier jetzt die PWM-Version, also 4-Pin. Ja, das heißt, die können übers Board oder über eine Lüftersteuerung natürlich wunderschön gesteuert werden. Ja. Wichtig ist bei der Version, wir haben hier an Zubehör eigentlich nur, was heißt nur, es reicht, diese Plastikteile mit Gummidichtung nochmal, damit es auch vom Gehäuse her entkoppelt wird. Denn ich habe die schwarzen ja schon vorgestellt. Ja, das war jetzt schon, ist schon eine Zeit lang her. Und das Ganze wird nämlich hier mit diesen Plastiknippeln, sage ich mal dazu, mit einer Unterlegscheibe dann vom Gehäuse, Rückseite oder von der Ober- oder Vorderseite, ganz einfach nur hier reingeklemmt. So, und dann ist das Ganze fest und fertig. Das heißt, wir haben also keine Schrauben mehr, die wir irgendwie schrauben müssen, irgendwelche Muttern oder sonst irgendwas. Das Ganze wird also wirklich nur, das haben die auch hier nochmal so ein bisschen in so einem Blättchen verdeutlicht. Ja, das heißt also, hier kommt die Unterlegscheibe, dann ist das auch nochmal zum Gehäuse hin auch nochmal entkoppelt. Das heißt also, wir haben mit dem Lüfter keinerlei Kontakt mit Gehäuse oder Metallwänden oder sonst irgendwie was. Und bevor die Frage natürlich kommt, ist der auch für Radiatoren geeignet? Nein. Ja, das heißt, wir würden ihn gar nicht an Schrauben, auch nicht mit normalen Schrauben auf den Radiator. Also dafür ist er nicht gedacht. Das ist ein reiner Gehäuselüfter. Ja. Und der ist natürlich absolut schön leise. Viele fragen immer noch, ich weiß, manche denken jetzt, ah, gibt es das wirklich? Ja, es gibt es wirklich. Wie rum die laufen und wie rum die Richtung, welche Luft wird gezogen, wo wird geblasen. Das sieht man immer hier auf der Seite vom Lüfter. Hier ist die Luftrichtung. Das heißt, hier wird angezogen, hier wird rausgeblasen. Und die Laufrichtung zeigt an, der läuft also so rum. Ja, das ist immer ganz wichtig. Was ich eben absolut toll finde von Be Quiet, dass die wirklich das wahrgemacht haben, ein weißes Design gemacht haben. Viele haben immer gesagt, ja, die Be Quiet Lüfter sind super, aber naja, haben eben keine RGB oder sonst irgendwie was oder farblich. Jetzt haben wir hier endlich mal eine Variante, eine weiße Variante. Ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt. Die sind also wirklich absolut toll vom Lack. Die glänzen auch so ein kleines bisschen. Ja. Ist absolut beeindruckend. Allein vom Lager her auch. Hier der Schwerpunkt schön in der Mitte gehalten. Ganz toll. Ja. Also ich kann die Lüfter nur empfehlen. Ich habe sie ja im Moment oben auch im System. Da habe ich die schwarze Variante ja drin. Und ich muss dazu sagen, wirklich, die machen einfach nur einen beeindruckenden Job. Leise, der Preis stimmt, kann man auch nicht meckern. Ja, da gibt es also weitaus teurere Lüfter
Und ich bin der Meinung hier, Preis-Leistung ist absolut fantastisch. Man braucht nicht viel Zubehör, man muss jetzt nicht noch ein extra Kabel haben oder ein extra langes Kabel oder ein extra kurzes Kabel. Ich bin der Meinung, das Ganze hier ist in schön schwarz gehalten, das ist ganz wichtig. Ja, klar hat man hier auf der Seite jetzt dieses Logo, da ist noch das Orange, das ist eben BeQuiet typisch. Ja, gibt es aber auch Möglichkeiten, wer das gar nicht mag, wer sagt, nee, also das gefällt mir ja nun überhaupt nicht, da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten hier einen anderen Aufkleber drauf zu machen. Gibt es auch, ja. Also gibt runde Aufkleber in verschiedensten Größen. Also da müsst ihr mal gucken bei eBay. Da gibt es wirklich die tollsten Sachen. Gibt auch von Asus sogar so Aufkleber oder von anderen Firmen. Ja. Also, ich finde, der Lüfter macht seinen Job und das ist wichtig. Ja. Das ist, er ist leise, er ist effektiv. Er hat ein einfaches System zu montieren, ja, absolut entkoppelt. Ich denke noch an frühere Zeiten. Mann, was habe ich mir für Sachen gekauft, um Lüfter zu entkoppeln? Ja, da gab es dann Gummiteile, da gab es dies, da gab es Brackets, da gab es ganze Rahmen, die drauf gemacht wurden und so weiter. Ja, das war eine Heidenarbeit, hat auch immer viel Geld gekostet, weil das alles extra gekostet hat, bei den meisten, nicht bei allen. Ja, ihr müsst mich da nicht immer so festnageln, wenn ich mal was sage. Das letzte schrieb auch wieder einer. Erst sagt er, Flüssigmetall ist nicht gut und dann nutzt er es selber. Beim Köpfen nimmt man natürlich Flüssigmetall. Aber ich habe immer gesagt, zwischen CPU und Kühler, da lohnt es sich nicht, Flüssigmetall drunter zu machen. Erstens, man versaut das ganze Teil damit, ja, weil das Ganze so ein bisschen doch annimmt und man hat nicht viel Temperaturunterschiede. Ja. Das ist nochmal so ein kleiner Nachruf für denjenigen, der da geschrieben hatte. Also, wichtig ist, wir können den Lüfter auch gerne mal einschalten. Ich habe mal was ein bisschen vorbereitet, das kennt ihr ja bei mir. Nehmen wir mal 12 Volt jetzt. So, jetzt bin ich mal ganz leise. Leiser geht nicht. Also. Ja, und das Ganze, wenn ihr seht, der bläst schon ordentlich. Ja, also, ne, da ist schon richtig, also da fliegt alles weg. Ja. Aber das reicht als Gehäuselüfter absolut, absolut komfort, absolut zu empfehlen. Ganz toll. Ja, und der läuft ja jetzt auf 12 Volt. Den kann man natürlich jetzt auch noch runterregeln, wenn man das möchte. Wenn man sagt, okay, so viel braucht er ja gar nicht. Ich verbaue ja zwei Stück oder drei Stück sogar. Kommt ja immer darauf an, wie viele man verbaut von diesen Gehäuselüftern. Aber, also ich muss wirklich sagen, BeQuiet, ja. Absolut toll, absolut toll. Vor allen Dingen, ich finde das Design absolut. Also habe ich schon mal, ich wiederhole mich da auch ganz gerne, absolut toll. Und ihr seht, ich habe ja vier Stück an der Zahl. Das ist zum Beispiel jetzt hier das erste Produkt zu meinem neuen Projekt. Ja, ich habe ja ein neues Projekt vor. Ich habe ja gesagt, es wird weiß und ne, lassen wir uns mal überraschen, wird ganz toll werden. Ja, auf jeden Fall. Und von der Hardware her vielleicht nicht so, aber vom ganzen Drum und Dran. Und das ist schon mal so ein erstes Teil. Das sind eben meines Erachtens super schicke Lüfter, die natürlich auch in ein super schickes Gehäuse müssen. Und da lasst ihr euch ganz einfach mal überraschen. Also wie gesagt, man kann die runterregeln und wenn wir mal die Werte schauen, die angegeben werden. Also wie gesagt, 140 mal 140 mal 25, das ist auch ganz wichtig. Ja. Gibt ja auch Lüfter, die ich auch schon öfters gezeigt habe, die sind dann leider etwas dicker. Da muss man auch dann den Platz haben. Hier haben wir 25 mm und das ist eine Norm, wo die meisten Lüfter, wo auch die meisten Gehäuse wirklich mit klarkommen. Dann haben wir hier eine Voltspannung von 6 bis 12 Volt. Das heißt also, der kann auch runter gevoltet werden und minimale Drehzahl ist hier jetzt nicht angegeben. Kann ich euch aber sagen, die laufen mit knapp 500, zwischen 500 und 600 Umdrehungen ist so die minimale Drehzahl und das ist also wirklich absolut, also einfach nur toll. Und ihr hört ja schon mit 900 Umdrehungen, also jetzt mit 12 Volt, den kann man so ein Gehäuse laufen lassen, da braucht ihr euch gar keine Kann man Sorgen zu natürlich so machen, einen ja, Lüfter auch wenn direkt an 12 Volt anschließen, ja, weil er eben absolut leise ist. Das ist das Schöne dabei. Ja.
die Laufruhe. Keine Schwingungen irgendwie, dass er irgendwie wegkippt oder sonst irgendwas. Ja, absolut toll. Und wie gesagt, ich finde das eben auch toll. Der hat hier so einen Gummi. Das ist also jetzt kein Kunststoff hier. Das ist wie so, ja, Gummiüberzug praktisch, das Schwarze hier. Und dann eben die komplette Entkopplung zum Gehäuse nochmal. Also ich kann nur sagen, wer wirklich gute Gehäuselüfter sucht und wer dann auch noch mit der Farbgebung hier sagt, Mensch, toll, mega, da kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, Be Quiet Shadow Wings 2, absolut fantastisch. Ja, ja, und wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, die Installation ist hier also ohne Schraubendreher, ohne alles, einfach nur festklicken, fertig. Also das ist praktisch nur reinstecken von der anderen Seite und dann ist das Teil installiert. Einstecken, fertig. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Vielleicht für den einen oder anderen ist es was. Ja, der eine sagt vielleicht nein, ne? Der hat seine Marke, wo er beibleiben, da kann man auch nicht meckern. Ja, ich kann ja nur die Sachen vorstellen. Ja, ich besorge die Sachen immer, versuche euch das so gut wie möglich rüberzubringen, euch das Ganze so ein bisschen mit Test. Klar gibt es Kanäle, da haben die Richtmikrofone und haben dann alles da aufgebaut und messen dann die Zones und weiß ich. Das habe ich natürlich alles nicht. Ja, es kostet auch ein Heidengeld so etwas. Das kann man als Firma vielleicht machen. Ja, für mich ist immer wichtig, was mein Ohr hört. Ja, was ich höre, wenn so ein Lüfter im Gehäuse ist. Ja, und das kann ich euch mitteilen und ich kann nur sagen, absolut leise. Und das ist wichtig. Und wichtig ist, dass er seine Arbeit macht und dass er dann auch noch jetzt in der weißen Variante zu haben ist. Ja. Und der Preis. Der spielt hier auch eine große Rolle, bin ich der Meinung. Ja. Also schaut mal dran. Ich werde es unten verlinken. Schaut euch die Lüfter an. Und wenn er sagt, Mensch, ja, das ist okay, das könnt ihr mir vorstellen. Mensch, die paar würden bei mir auch reinpassen. Ja, dann kann ich euch nur sagen, ja, tolle Lüfter, einfach bestellen, ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ja, erstes Produkt zu meinem neuen Projekt. Das Projekt wird wieder im Bastelkeller stattfinden dann, also achtet drauf. Also wenn ihr ein Abo da lasst, verpasst ihr das Ganze nicht, ja, dann kriegt ihr wieder Bescheid. Dann kommt dann das neue Projekt im Bastelkeller. Alle Teile werden natürlich wieder, wie gesagt, vorher vorgestellt. Und ja, es wird ein Rechner werden, der eben jetzt diesmal nicht so hochpreisig ist, weil beim letzten Mal wurde ja öfters gesagt, ja, das sind ja 3000 Euro, wenn man sich so einen Rechner zusammensetzt mit dem Gehäuse, was allein 300 Euro kostet. Diesmal wird es ein PC werden, wo ich sage, der ist eigentlich für jedermann. Also wirklich absolut, lasst euch überraschen. Vor allen Dingen im Full-HD-Bereich absolut, das wird wirklich absolut toll werden, ja. Geht auch ein bisschen höher, klar, logisch. Also wer 1440p Monitor hat und so weiter, ist auch noch machbar. Ja. Wie gesagt, schaltet ein, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ich kann nur sagen, Be Quiet hier, beide Daumen hoch, weil sie hatten die ja schon mal vorgestellt und dann hieß es aber nein, die kommen noch nicht und da war ich eigentlich so ein bisschen traurig drüber und jetzt endlich sind sie da und ich bin echt... Ich bin echt glücklich und ich freue mich schon selber auf das neue Projekt und wie gesagt, ja, schaltet wieder ein. Ganz wichtig ist, bleibt mir gesund, das ist das Allerwichtigste, bleibt mir treu und was sage ich immer ganz zum Schluss, meine Freunde, genau.